Aber du bist Arzt, du hast alles, was man sich wünschen kann. Eine super Praxis, eine super Villa, eine super Family und einfach alles. Warum brauchst du überhaupt Gott noch? Und dann noch ein super Hobby, wir gehen zusammen klettern, gehen Skitouren machen. Warum brauchst du überhaupt Gott in dem Ganzen? Du bist ja sonst glücklich. Der Sketch vorhin hat es auf den Punkt gebracht. Die Neurologin, die da ist gesessen, die hat in mir grosses Mitleid ausgelöst. Also sie hat mir recht leid da. Ich dachte, oh, die Arme, die muss umeinander chatten und es ist alles so leer und hohl. Ich habe das mehrmals in meinem Leben als Arzt so erlebt. Wenn ich bei internationalen Kongressen war, als Referent eingeladen, hatte ich immer, wenn ich nach Hause kam, eine Leere gehabt. Einfach Schall und Rauch. Was war der Punkt, dass du Gott persönlich kennengelernt hast? Was ist denn passiert in deinem Leben, dass du überhaupt einen Bezug hast bekommen zu Gott? Das ist etwa 25 Jahre zurück. Ich war im zweitletzten Studienjahr. Zu Gott hatte ich dann keine Beziehung, aber Leute haben mich geprägt in meinem Leben. Ich hatte einen Schulkollegen, der sehr gläubig war, der durch sein Leben ein Zeugnis war. Und das hat mich tief beeindruckt. Mir ist das dann noch nicht so bewusst, aber das hat mich sicher tief beeindruckt. Und mit 25, ein Jahr vor dem Staatsexamen, bin ich kurz vor Weihnachten krank geworden und bin nachher am Silvester von diesem Jahr auf der Intensivstation gelegen, im Inselspital. Mit der Diagnose von einer schweren Herzerkrankung, gewissermaßen wie ein Loch im Herz. Und nachher ist der Herzchirurg, ich habe den gut gekannt, er hat uns Vorlesungen gegeben, ist dann an diesem Silvesterabend zu mir gekommen und hat mir gesagt, Herr Zieswiller, das ist eine schwierige Operation, so etwas hat noch niemand gemacht. Das ist wahrscheinlich der erste Fall, der das hat. Und ich weiss nicht, ob das geht. Wenn man den Herzbüttel eröffnet, dann kann es sein, dass die Herzwand platzt und es nicht mehr reicht, die Herz-Kreislauf-Maschine anzuschliessen. Und dann haben wir verloren. Und dann habe ich gewusst, dass das heisst, dass dann wäre ich tot. Das war halt noch etwas speziell. Der Herzchirurg hat als sehr genau gegolten, aber alle Medizinstudenten haben ja gewusst, dass es sehr langsam operiert. Also für mich war die Situation relativ klar, dass das jetzt schwierig werden und dass ich vielleicht am 1. Jänner nicht mehr lebe. Das ist mir sehr klar geworden dann. Und ich bin nachher dort in diesem Bett gelegen, natürlich sehr alleinig, und habe zu Gott gebetet. Ich weiß nicht, wieso ich das gemacht habe. Ich habe das einfach gemacht, ich habe zu Gott gebetet und habe Gott gesagt, mein Leben ist ganz in deiner Hand. Mach du daraus, was du willst. Und seither lebe ich so. Das war eine riesige Gnade, die er mir dann geschenkt hat. Und das ist das, was mich heute noch trägt, einfach zu wissen, dass mein Leben ganz in seiner Hand ist. Und das ist eigentlich das Schönste, was ich erlebe im Leben. Dann hast du erlebt, wie die Beziehung zu Gott ist vertieft worden und so. Und wenn du jetzt heute denkst, was bringt dir der Glaube im Alltag? Der Glaube im Alltag ist eigentlich immer wieder zu merken und zu erfahren, dass wir aus uns heraus überhaupt nichts können. Ich erlebe eigentlich täglich, dass ich machtlos und hilflos bin, dass ich den Menschen nicht helfen kann, weil die Mittel, die wir haben, medizintechnisch häufig sehr beschränkt sind. Und wenn dort nicht Gott wäre, wo meine Hoffnung darauf beruht, dass er mit seinen Wundern wirkt und dass er mir auch dann auch hilft, den Menschen Mut zu sprechen, dann ich wüsste nicht, wie ich das machen würde. Also du hast ja mehrmals erlebt, dass Leute geheilt wurden. Dass ich Leute auch getestet, geschaut, ob es wirklich funktioniert. Weil du hast für Leute gebetet und so. Du hast mir mal erzählt von einem Journalist in der Weltwoche, der nachher zu dir ist gekommen und hat geschaut, wie das wirkt. Ja, das war ein Journalist, der ist mit seinen MRI-Bildern zu mir gekommen. Und hat gesagt, er will eigentlich gar keine Konsultation, er will nur ein Interview machen, aber er hängt jetzt da seine Bilder auf. Und er kann eben nicht mehr schütten, weil wir sehen es ja, er hat da überall die Bandscheibenvorfälle und seine Rücken sind kaputt. Und nachher habe ich ihn gefragt, ja, glaubt ihr das, dass euer Rücken kaputt ist? Und er hat gesagt, ja, ich glaube das. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt müsst ihr einfach glauben, dass der Rücken nicht kaputt ist, weil da gibt es eine Macht, da gibt es einen Gott, der den Rücken ganz machen kann. Und ich schlage nach vor, dass er ab nächste Woche wieder langsam anfängt zu schütten. Und
Ich habe nachher nicht mehr gehört von diesem Mann, aber er hat nachher einen Artikel in Weltwoche geschrieben. Wir geben Gott Applaus für das. Merci vielmals, Rudi, vielen Dank.